Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute werde ich euch mal eine Creative Map vorstellen, und zwar eine Map, mit der man richtig gut das Aim trainieren kann. Benutze ich auch zurzeit eigentlich immer zum Warm-up. Ist auf jeden Fall eine extrem nice Map. Wenn ihr in Zukunft keine Videos hier auf dem Kanal verpassen wollt, würde ich mich natürlich recht herzlich über ein Abo freuen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne dieses Video. Und schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Ich denke mal, ich werde auch direkt live sein, wenn dieses Video online kommt. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Heute werden wir die Solo Hype Night zocken. Und die Map ist der Skywalk Aim Trainer. Vielleicht kennt ihr der eine oder andere von Third-Party-Programmen, wie zum Beispiel Kovex, womit man eben mal ganz gut das Aim trainieren kann, und das im Prinzip das Ganze nachgebaut, nur eben halt in Fortnite. Die Map benutzt auch Mongral. Ich denke mal, davon werden die meisten die Map kennen. Der spielt die auch genauso immer zum Aufwärmen. Und ich empfehle es euch, auch wenn ihr das allerbeste Aim habt und es eigentlich nicht verbessern müsstet, ist es trotzdem immer gut, das einfach zu machen, weil es auch einfach so ein bisschen die Hand wieder warm macht und das dann eben halt so ein bisschen reinkommt. Hier haben wir erstmal verschiedene Kategorien, einmal Teil Frenzy, dabei hat man im Prinzip solche kleinen Zielscheiben, womit man raufschießen muss, dann Tracking, das sagt ja im Prinzip schon, verfolgen, man muss dann immer so einen Zombie oder eigentlich immer einen Zombie verfolgen. Dann haben wir hier noch Flickshots und Tracking. Dabei muss man eben halt immer so kurze Shots machen, immer so kurz hin, dass es man normalerweise mit einem Close-Range-Shotgun-Aim macht. Und dann hat man am Ende noch ein paar Practice-Kurses. Die kann man auch nochmal ein bisschen machen. Meine Lieblings-Map-Stationen sind im Prinzip Horizontal Tracking, dann die Jumbo-Tile-Frenzy, Tattoo Bounce finde ich auch eigentlich noch ganz nice. Dann Popcorn und Mini-Tile-Frenzy. Ich werde jetzt mal der Reihe nach durchgehen und am Ende werde ich auch nochmal über alle anderen Maps natürlich rübergehen. Aber ich mache die jetzt mal so, wie ich sie eigentlich immer spiele. Ich würde mal sagen, wir beginnen mit dem Horizontal Tracking. Hier hat man zwei Möglichkeiten. Einmal Activate Skeet. Dabei fallen dann die Zombies immer so in so einem leichten Abfall runter. Benutze ich aber eigentlich immer nicht ganz so gern. Ich mache eigentlich immer lieber diese Version. Dabei spawnt ein Zombie und das muss man dann eben halt einfach tracken. Ist extrem gut, um eben halt so ein bisschen gerade reinzukommen. Und kann man auch eigentlich immer gut nebenbei machen, wenn man YouTube oder whatever schaut. Trainiert auf jeden Fall extrem gut, so wenn man zum Beispiel auf First Shot Accuracy geht und dann einen lasern will, dann hilft das dabei extrem. Dann als nächstes gehen wir mal zum Jumbo Tile Frenzy. Dabei hat man hier verschiedene Entfernungen, auf die man schießen kann. Einmal 25 Meter, 30 Meter, 40 Meter und 45 Meter. Ich mache eigentlich immer eine Abwechslung zwischen 45 und 20 Metern. Da muss man hier, kann man auf Start drücken, muss man aber nicht. Bei Start werden dann an der Seite auch noch die, die nicht geschafften Schüsse angezeigt, also da, wo man daneben geschossen hat. Und das ist eben halt so generelles Aiming. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man damit irgendeine ganz spezielle Situation trainiert. Aber es trainiert einfach generell das Aim. Und ist auf jeden Fall ganz nice. Ich bin gerade noch nicht eingespielt, deshalb schaffe ich das auch nicht ganz so schnell. Dann gehen wir als nächstes einmal in Tattoo Bounce rein. Hierbei muss man immer auf Start drücken. Zumindest glaube ich das erste Mal. Danach kann man es lassen. Und dann sind ja überall auf dem Boden, so wie eben halt überall an den Seiten, Bounce Pads. Und da springen dann eben halt immer die Zombies rum und die kann man dann so tracken. Die fliegen eben halt immer leicht hoch und runter. Das heißt, so eine Mischung eben halt aus Tracking. Ja, eigentlich ist es hauptsächlich nur Tracking, aber eben kein durchgehendes Tracking, sondern auch Target-Switching. Ist auf jeden Fall ziemlich nice. Jetzt habe ich aus Versehen auf Back to Lobby geklickt, aber egal. Dann gehen wir als nächstes in Popcorn rein. Hier hat man zwei verschiedene Möglichkeiten, Flickshots und Tracking. Bei Flickshots, wenn wir mal da unten auf Start klicken, hat jedes Zombie eben halt 1 HP. Ist damit ein One-Hit von jedem Schuss. Ich glaube zumindest, dass die One-HP sind. Reicht auf jeden Fall, wenn man eine Scar hat, dass man die easy killen kann. Ist eben halt wirklich so mit einer der effektivsten Trainer, wie ich finde.
trainiert Flickshot, also Palm Shotgun Aim im Close Range. Dann kann man auch, allerdings auch nochmal die Tracking-Variante nehmen und dabei fliegen die jemand immer hoch und runter und haben irgendwie 150 bis 200 HP. Ist ganz gut, wenn man zum Beispiel SMG-Aim trainieren will. Dafür finde ich auch gerade die auch ziemlich gut. Und ja, ist auf jeden Fall eine nice Stage. Dann geht man als nächstes in Minital Frenzy. Hier hat man noch mehr Stages. Und hier benutze ich eigentlich immer diese 100 Meter Range, dann so die 70 Meter Range und dann ganz vorne. Und hier muss man wirklich immer ganz genau auf den Teils drauf sein. Ansonsten hat man keine Chance zu treffen. Ist aber auch gutes Aim, eben halt wirklich um präzise zu werden. Wenn ihr eine hohe Sense habt, werdet ihr das wahrscheinlich nicht machen können. Ich habe schon eine relativ hohe Sense. Und das ist wirklich schwierig, weil man nur die Maus ganz leicht bewegen muss, immer für den nächsten Teil, vor allem von hinten. Vorne geht's noch. Aber das trainiert eben halt vor allen Dingen die Präzision und vor allen Dingen, um dabei auch Präzision möglichst schnell hinzubekommen, dass man eben halt nicht so ewig braucht, um First Shot Accuracy zu treffen. Am besten ist eigentlich immer, wenn man in diesem Takt ist, dass die First Shot Accuracy gerade aktiviert wird, dass man dann schießen kann, weil eben halt ansonsten von hinten Blumen manchmal dafür sorgt, dass man nicht treffen kann. Dann würde ich mal sagen, gehen wir als nächstes noch in Skeet RNG. Hier fliegen die ganzen Zombies aus irgendeinem der Stages hier. Und da muss man die tracken, haben irgendwie 100 HP oder so. Ist nicht ganz so leicht, weil die relativ schnell rauskommen. Jetzt spawnen auch gerade keine. Ja, und manchmal kommen eben halt relativ viele gleichzeitig oder mehrere gleichzeitig raus und dabei ist es ziemlich schwierig. Würde ich sagen, ist einer der schwierigsten Stages hier, trainiert aber auch auf jeden Fall das Aim ziemlich gut. Dann gehen wir zu Vertical rein, würde ich sagen. Hier aber kann man auch Activate Skeet machen, das finde ich sogar hier ziemlich gut, weil hier das Zombie immer auch noch ein bisschen horizontal geht. Dann eben halt immer so runterfällt. Und das ist schon wirklich relativ schwierig, weil die Zombies ziemlich viel Movement drin haben. Trainiert auch ganz gut, mag ich aber persönlich trotzdem nicht ganz so. Und man kann natürlich auch Deactivate machen und dann hier das klassische Tracking machen. Immer hoch und runter gehen. Und die Zombies sterben so oder so nicht, aber ihr solltet immer versuchen, möglichst viele Schüsse zu treffen. Dann würde ich sagen, gehen wir als nächstes in Master Reaction rein. Hierbei finde ich es relativ unnötig, man hört immer die Zombies und es sollte immer eigentlich Reaction sein. Also man, am besten ist, glaube ich, wenn man ranzoomt und dann immer, wenn die Zombies rauskommen, also vielleicht ist das sogar eine Stage, die man am besten ohne Kopfhörer spielen sollte, damit man nur anhand vom Auge im Prinzip erkennen kann, wann das nächste Zombie kommt. Dann müsst ihr dann eben halt immer Flickshots links, rechts machen. Ist auch relativ schwierig, aber mag ich eben halt persönlich nicht ganz so extrem gern. Dann gehen wir nochmal in Stationary rein. Da finde ich so ziemlich die sinnloseste Stage. Man muss dann eben halt einfach immer auf gleiche Range Flickshotten. Kann ich nicht ganz so gut, weil ich aber auch eine relativ neue Sense noch habe. Sind eben halt, es ist eben halt so weit, dass man das eigentlich nicht flickshotten würde. Also man vielleicht eigentlich eher ohne, dass man ranzoomt. Aber finde ich eben halt relativ unnötig, die Stage. Dann haben wir noch als letztes, glaube ich, 360 Grad Targets. Ist im Prinzip ähnlich wie schon der Jumbo Tile Frenzy. Also eine Mischung aus Jumbo Tile Frenzy und Mini Tile Frenzy. Sind eben halt so mittelgroße Sachen und es geht 360 Grad rum. Ist eigentlich auch immer noch ganz nice, vor allem weil manche mit Bewegung auch noch drin sind und es jemand 360 Grad rum geht. Dadurch hat man weitere Bewegungen. Trainiert auf jeden Fall auch ganz gut. Dann gehen wir noch mal kurz in die in den Comment-Kurs rein. Hierbei sollte man am besten eigentlich eine Shotgun bei haben. Und man hat dann eben halt immer
eine Mischung aus Editen, Bauen und Schießen. Zum Beispiel hier dieser, dieser Wall oder das Hochbauen, aber dabei auch noch Gegner killen. Ist eigentlich ganz nice, kann man mal machen, aber würde ich jetzt auch nicht zu der besten Stage zählen. Dann könnte man hier noch zur nächsten Sache gehen und danach geht es noch einmal zurück. Wenn ihr nichts nicht allzu weit entfernt ist, also ihr seht, ist relativ viel Editen auch zwischendurch. Ziehen wir so zum Warm-up ziemlich gut und hat immer da auch verschiedene Elemente drin, wie zum Beispiel hier den Mongol Classic. Ist auf jeden Fall ganz nice und kann man auch mal zwischendurch machen. Dann gehen wir jetzt nochmal in die letzten zwei Stages rein und wie ich es schon angesprochen habe, werde ich jetzt live auf Twitch sein. Natürlich mein Bestes versuchen. Wir werden uns am Anfang noch zum einen mit dieser Map einspielen und ansonsten eben halt auch noch bisschen Freebuild einfach machen. Wenn ihr dazu zum Beispiel auch nochmal ein Video sehen wollt, schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Und ich muss, glaube ich, einmal respawn, sonst komme ich nicht zurück. Würde mich auf jeden Fall interessieren, ob ihr das sehen wollt. Jetzt würde ich sagen, gehen wir einmal noch in Tiefel Classic rein. Wenn das funktionieren würde. Ein bisschen restarten. Oder generell, was ihr sonst noch sehen wollt für Videos, schreibt es eben halt sehr, sehr gerne einfach in die Kommentare rein. Ich werde es versuchen umzusetzen. Ich hatte ja einmal, glaube ich, schon ein Video gemacht, was meine Warm-up-Practice im Prinzip ist. Das ist allerdings schon wirklich Ewigkeiten her, das Video. Deshalb relativ inaktuell und wenn ich dazu vielleicht mal ein Update machen sollte, dann könnt ihr es natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Hierbei, bei dieser Stage, muss man einfach nur TFU Classics machen. Ist natürlich ziemlich unnötig, weil ich nicht weiß, wie man an so vielen Seiten das gleichzeitig machen soll. Vielleicht braucht man auch immer nur einen, aber es ist ja eigentlich immer hochspringen und bauen. Kann natürlich auch hier verfolgen. Ich glaube, so ist es eigentlich gedacht. Einmal bis zum Ende und dann hat man das auch. Ist relativ simpel. Und dann hat man nochmal Boxfighting. Hierbei einfach einen Turtle bauen. Und da muss man auf Start-Button klicken. Und dann kommen Zombies. Und die muss man dann eben halt hier außen killen. Sind eben so ein bisschen wie ein Angreifer, der in die Box will. Mehr ist es aber auch nicht. Das war's dann mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video oder Stream wieder. Bis dahin. Ciao.